Darum sind deine Mitarbeiter aktuell so oft krank und das kannst du dagegen tun. Das werden wir in diesem Video besprechen. Let's go! Bevor wir jetzt einsteigen zu besprechen, wie man konkret Krankheitstagen vorbeugen kann, schauen wir uns erstmal an, was sind eigentlich Krankheitstage, wie viel gibt es davon. Also es gibt da verschiedene Statistiken, die auf verschiedenen Weisen erhoben wurden. Der durchschnittliche Deutsche ist, soweit ich im Bilde bin, 14 Tage krank. Jetzt muss man aber sagen, dass der durchschnittliche Handwerker kein durchschnittlicher Deutscher ist. Bedeutet, beim Handwerker sind sogar 20 Tage im Jahr. 20,1 habe ich jetzt als letzte Zahl gefunden, ist er krank. So, wo kommt diese Diskrepanz hier her? Oh, ist ganz simpel, wenn ich als Büromensch mit den Fuß umknicke oder die Hand verstauche, dann kann ich immer noch weiterarbeiten. Vielleicht nicht mal ganz so produktiv, aber ich kann mich ins Büro schleppen und dann von da aus trotzdem arbeiten. Wenn ich als Handwerker mir den Fuß umknicke oder irgendwie was verstauche, dann kann ich nicht arbeiten. Bedeutet, die Schwelle für eine Krankheit ist im Handwerk viel, viel geringer, als sie in anderen Bereichen ist. Ganz simpel. 20 Tage ist aber trotzdem eine ganze Menge und das sind immerhin ja, 2 Tage im Monat fast. Bedeutet, das ist auf jeden Fall eine Zahl, wo man sagen kann, okay, da kann ich mal überlegen, was ich dagegen machen kann. Das sind ja fast 10% der Zeit, die da bei mir ist. Es gibt es, kann man auch ganz offen sagen, hier 3 Sorten von Krankheiten. Na, das ist Kategorie 1. Das sind die, ich sag jetzt mal, ja, wie soll ich das am besten formulieren? Das sind die Krankheiten, wo die Person halt wirklich krank ist und man es nicht vorbeugen kann, nichts dagegen tun kann. Also ich sag mal, Krankheit, die nicht verhindert ist. So, was ist das? Das ist die eine Woche Grippe jedes Jahr, die jeder hat. Ne? Die eine Woche Grippe hat halt jeder, das ist ganz normal. Manche haben es nur 3 Tage, manche haben es halt eine Woche. Letzten Endes, da kommt man schwer drum rum, das wird jeder Mitarbeiter irgendwie haben. Das sind aber gerade mal 5 Tage, so Pi mal Daumen. Ne? Dann haben wir die zweite Sorte, das sind Krankheiten, wo man hätte vorbeugen können, die aber auch wirklich Krankheiten sind. Also Krankheiten, wo man hätte vorbeugen können. Was macht das aus? Schätzungsweise zwischen 5 und 10 Tagen im Jahr. Was ist das? Das ist zum Beispiel, ich merke am Abend, mir geht es nicht gut und anstatt einen Arzt zu konsultieren in irgendeiner Form, lege ich mich einfach hin und merke am nächsten Morgen, ich bin wirklich K.O. Jetzt am Abend hätte ich vielleicht noch was machen können, am Morgen dann irgendwann nicht mehr. Da ist die Krankheit voll eingeschlagen. Das ist sowas wie, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, gehe aber nicht regelmäßig zu Massagen, okay, dann habe ich wahrscheinlich irgendwann Rückenprobleme, wenn ich mich da nichts gegen mache. Das sind so Themen, wo man weiß, da passiert eh irgendwann irgendwas, also kann ich jetzt schon vorbeugen oder ich warte halt ab, bis es passiert, dann bin ich halt eine halbe Woche außer Gefecht. Das ist 2-mal im Jahr, da kommt die Zeit ganz schnell zustande. Bedeutet, das sind Dinge, wo du tatsächlich proaktiv etwas machen kannst, indem du dich zum einen darum kümmerst, dass deine Mitarbeiter generell halt gesünder sind, dich auch darum kümmerst, dass deine Mitarbeiter generell Feedback mehr geben können, also häufiger auch sagen können, hey, das und das wäre jetzt ein Thema, da fühle ich mich gerade nicht so gut generell da halt was machen können. Und das dritte ist die Kategorie, die wir als Chefs natürlich immer am wenigsten gerne sehen, das ist die, ich sag mal, Krankheitenkategorie, in Anführungsstrichen. Also wenn die Leute einfach sagen, ich habe heute keinen Bock oder es gibt irgendein Problem, ich traue mich nicht auf Arbeit aus irgendeinem Grund, das sind auch nochmal, je nachdem, was für Mitarbeiter es natürlich ist, nochmal so 5 bis 10 Tage, die da durchaus reinfallen können. Und da gibt es natürlich Leute, die haben da 15 Tage und da gibt es Leute, die haben da 0 Tage. Das hängt auch von der Person natürlich ab. Aber das hängt auch ganz stark damit zusammen, wie generell die Feedback- und Ideenkultur in deinem Unternehmen ausgeprägt ist. Weil ein sehr motivierter Mitarbeiter, der sagt, hey, ich möchte einfach Gas geben, ich möchte richtig was reißen in der Firma, der aber die ganze Zeit nicht gehört wird, der wird auch irgendwann frustriert, irgendwann demotiviert, hat irgendwann keinen Bock mehr. Wenn er wirklich gut ist, kündigt er. Aber es gibt Leute, die sich dann irgendwie da so zurückfallen lassen und sagen, ja gut, dann mache ich jetzt halt ein bisschen krank. Ne? Also das sind Themen, wo du vorbeugen kannst, indem du einfach dafür sorgst, dass deine Leute gehört werden. Wir hatten Situationen hier, dass Leute in Abteilungen saßen, wo halt viel telefoniert wird, die hatten dadurch Kopfschmerzen, wir haben die umgesetzt und schon waren sie die glücklichsten Menschen. Das sind ganz einfache Themen, aber das ist natürlich nur möglich, wenn du deinen Leuten auch ein Ohr schenkst. Ne? Wenn du dafür sorgst, dass die Leute am Ende sich auch äußern können, wenn die sagen können, hey, das und das und das ist die Situation, ich fühle mich deswegen einfach nicht gut. Und das ist oftmals gar nicht so einfach möglich, weil viele sich das auch gar nicht getrauen. Ne? Das muss im besten Fall anonym stattfinden, damit im Endeffekt jeder die Möglichkeit hat, sich da auch zu äußern, obwohl er sich vielleicht nicht traut. Das ist auch eine Frage der Kultur. Bei uns zum Beispiel relativ so, dass wir sagen, hey, wir sind da relativ offen alle miteinander. Ne? Und wenn jemand ein Problem hat, dann kann er es auch offen äußern. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich möchte eigentlich solches anonyme Feedback nicht wirklich, weil da kann ich nicht wirklich drauf eingehen. Aber es gibt genug Betriebe, wo die Leute definitiv Angst davor haben. Und wo die es halt dann nicht äußern würden. Und das sind ganz konkret diese 3 Themen, die du machen kannst. Und ich kenne auch ganz viele andere Lösungen, die probiert wurden mit irgendwelchen Teamboni und so. Und das ist alles schön und gut, das kann man alles machen. Aber das ist im Endeffekt einfach eine Motivation, die
ja, die eigentlich die falschen Dinge incentiviert, weil es sollte normal sein, dass er da ist. Ich sollte eigentlich ist das Ziel von dem, nur von mir als Chef, dem Mitarbeiter alles zu geben, was er braucht, um gut zu arbeiten und ihn nicht zu demotivieren. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich schon mal fast alles erreicht. Und jetzt mal eine zusätzliche Motivation, eine zusätzliche Karotte vorzuhalten, dafür kriegt er das Gehalt ja eigentlich. Und wenn er einen guten Job macht, dann merkt er auch, dass das Gehalt irgendwann mit der Zeit auch ansteigt. Und das sind alles Themen, die man im Endeffekt im Hinterkopf haben sollte, bevor man sich jetzt irgendein mega Bonussystem ausdenkt, was deinen Aufwand dahinter in der Bürokratie einfach nochmal verdoppelt und im Endeffekt die Leute auch nicht mehr motiviert. Weil der Grund, warum sie nicht kommen oder nicht so oft da sind, anderer ist. Und wenn du an diesen Dingen hier arbeiten möchtest, wie gesagt, die erste Sache kann man so ein bisschen ausklammern, da wirst du wenig gegen machen können. Aber den beiden Sachen kannst du durchaus was machen. Also jeder Tag ist natürlich jetzt, wie gesagt, das sind keine statistischen Daten hier, diese 15 bis 10, das sind Schätzungen von mir aus der Erfahrung. Ne? Aber ich sag mal, jeden Tag über diesen 5 hier, da hättest du, oder kannst du überlegen, was hättest du da machen können? Wie hättest du proaktiv vorbeugen können? Und das geht auch bei Unfällen schon weiter. Ne? Also wenn da irgendein Unfall passiert, wie hätte man vorbeugen können, dass dieser Unfall nicht mehr passiert? Das sind alles Themen, die man sich auseinandersetzen muss. Die haben im ersten Schritt natürlich nur einen kleinen Hebel. Sparen ein paar Krankheitstage im Jahr, das ist nicht mega viel. Mittelfristig, über Jahre gesehen, macht es aber super viel aus. Und auch super viel Produktivität aus. Also jedes zehnte Jahr quasi, wenn ich 10% ausgehe, ist es einfach ein Jahr zusätzliche Produktivität, die ich habe. Das ist schon eine ganze Menge. Ne? Gut, ich denke, da waren wieder einige Dinge für dich dabei. Lass gerne einen Daumen nach oben, wenn es das Ganze gefallen hat. Gib dem Ganzen ein Abo auf jeden Fall, wenn du in Zukunft nichts verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.